Einen schönen guten Morgen, liebe Radfreunde. Es ist Samstagmorgen, kurz vor 8. Und ich mache mich heute mal zu Hause auf Tour. Passiert ja eher selten, dass ich in Altdorf starte und zumindest filme. Ich habe Zeit heute, wir sind zu Hause übers Wochenende und nehme ich euch einfach mal mit. Kleine Tour geplant Richtung Moosburg, in Moosburg Richtung Amper und auf dem Isar-Radweg zurück. Wäre schön, wenn ihr dran bleibt. Ich nehme euch mit. Bis später. Finger sind noch kalt, Rücken wird schon von der Sonne gewärmt. Ihr seht es am Schatten. Ich glaube, ich habe mir einen schönen Tag ausgesucht. Kurz hier durch Schatzhofen und schon geht's wieder raus ins Feld. Acht Kilometer bis jetzt und bin bis jetzt keinem Auto begegnet. So lässt sie doch fahren, oder? So, wieder auf dem schönen Abschnitt hier. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich bin selten unterwegs bei mir daheim und am Wochenende sind wir, wenn irgendwie möglich, sowieso nie zu Hause. Es macht mir einfach keinen Spaß hier. Erstens ist es das, dass man wirklich alles kennt. Und zweitens fühle ich mich hier nicht so wohl. Bin lieber mit Kathi unterwegs. Und dann erkunden wir vieles Neues. Heute ist Kathi jetzt arbeiten. Wir müssen zu Hause bleiben und nutze die Gunst der Stunde und zeige euch mal unsere Umgebung. Jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer machen, mir das anschauen. Hier ist so eine Wassertretanlage. Bisschen Erklärungstafeln und im Sommer stand hier ein Getränkeautomat und der hat ja in diesem Jahr sogar ein kleines Schutzhäuschen. Da gibt's kühle Getränke, wobei ich ja ehrlich zugeben muss, dass wir dort schon mal am kühlen Bier gescheitert sind, weil wir zwar Geld mit hatten, aber keinen Ausweis. Ohne Ausweis kein Bier. Um eine Erfahrung reicher sind wir da geworden. Am nächsten Mal also Ausweis dabei. Weiter Richtung Niedermünchen und Obermünchen. So, nach 12 Kilometern verlassen wir jetzt diesen schönen Radweg, ein kleines Stück Straße und dann geht's wieder ins Feld. Den ersten Hügel gemeistert. Und nun geht's leider erstmal im Schatten weiter. Wie gesagt, es ist knackig kalt, es hat gefroren heute Nacht. Aber
bin ja nur noch bestimmt 3 Stunden unterwegs, eher ein bisschen mehr. Da gehen die Temperaturen schon hoch. Naja, manchmal entscheidet man sich auch ein bisschen falsch bei der Tourenplanung in Komoot, aber in 100 Meter haben wir es schon wieder geschafft. Weiter geht's. Diesen kleinen Hügel hoch. Leute, Leute. Gerade wieder eine Passage. Die muss man nicht unbedingt einplanen. Wäre fast abgestiegen, aber ganz langsam zu fahren ging schon. Jetzt bin ich wieder auf der Straße. Auf dem Weg Richtung Hörgartshausen. Jetzt fahren wir doch das erste Mal anders wie geplant. Ich hätte hinten rechts abbiegen müssen, aber ich bin wirklich, mal schauen hier, bin wirklich kein Freund, durch Höfe durchzufahren, quer über den Bauernhof. Hab schon öfter Bekanntschaft gemacht mit freilaufenden Hunden und ich habe da keinen Bock drauf. Fahr mal lieber einen kleinen Umweg hier durchs Feld und komm wieder auf meine Tour. Pfeif doch was auf 1-2 Kilometer mehr. Ist doch egal. Jetzt kommen wir hier an der Grasbahn vorbei in Nandlstadt. Immer Grasbahnrennen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr wieder was stattfindet. Habe ich auch noch nie gesehen. Bis jetzt war ich immer nur beim Speedway und bei der Langbahn. Aber gepflegt schaut's aus. Möchte nicht wissen, wie die Grasbahn denn nach dem Rennen aussieht. Kurze Fotopause, dann geht's weiter. Schönes Winkle, aber ja, fahren wir noch ein Stückchen. Ich habe einen schönen heißen Kaffee dabei und ein Brötchen. Fahren wir noch ein Stück und machen dann ein schönes Päuschen. Ein paar Kilometer werden wir noch machen. Richtig schön hier draußen. Sind wir in Obermarchenbach. Gemeinde Haag an der Amper. Und was es gerade runterging, geht's jetzt auch wieder rauf. Aber schön hier wieder raus in Feld und Wald, und hier in den sonnigen Tälern wird es jetzt schon angenehmer. Aber Handschuh kann ich noch nicht ausziehen. Eiskalte Finger. Ich habe nur die dünnen heute an. Das wird wohl heute nichts werden. Weiter geht's auf der Suche nach einem Pausenplätzchen. Ja, der Blick in die Alpen bleibt uns leider ein bisschen verwehrt. Ich
sehe das Ganze mit dem bloßen Auge, aber die GoPro kann das nicht einfangen. Es ist einfach zu diesig. Und da hinten, muss ich jetzt sagen, könnte doch ein schönes Pausenwinkel sein. Schauen wir uns das doch mal an, und wenn es nicht allzu sehr zieht, gibt es ein Tässchen Kaffee. Sogar hier mit Alpenpanoramakarte, wie gesagt, wenn das Wetter passt, glaube ich, ist dieser Platz wirklich empfehlenswert. Selmer Höhe, Meereshöhe 500 Meter. Ich glaube, dass hier auch fast mit der höchste Punkt ist. Wir werden jetzt runter ins Ampertal, oder beziehungsweise ich werde runter ins Ampertal fahren. Die Amper mündet dann nach Moosburg in die Isar. So, Tasse Kaffee, los geht's. Sehr gut, passt. Ein schöner Tag heute, nur Kathi fehlt. Wunderschöne Kaffeepause. Hab immer noch ein bisschen über. Kann ich noch mal einen Stopp machen. Und jetzt geht's hier durch die Felder weiter ins Ampertal. Ja, schön hier. Aber muss ich auch dazu sagen, davon sind wir ja daheim auch betroffen. Der Flughafen stört schon ganz gewaltig, beziehungsweise die startenden Flugzeuge. Ganz krass hier, nutzt nichts, kann man nicht mehr ändern. Ist halt so in unserer Gesellschaft. Über die Amper. Ganz schön wild. Ganz schön viele Bäume umgekippt vom Hochwasser. Ja, wahrscheinlich hört man immer wieder die Flugzeuge. Ich habe es ja oben von der Höhe ein bisschen beobachten können und weiß das ja aus Erfahrung, als ich damals noch in Erding auch gelebt habe. Im Minutentakt ein bis zwei Maschinen. Es ist wirklich sagenhaft, wohin überall geflogen wird. Sehr viel Auenlandschaft hier. Wunderschön. Richtig schön.
so kleine Dörfchen durch. Und dort oben, weiß nicht, ob man es sehen kann, schon ein Storchenpaar. Jetzt weiß ich wieder, was ich geplant habe. Ich möchte hier rüber zur Isar und wir sind jetzt hier im Isartal, fahren jetzt runter und sollten auf den Isar-Radweg treffen. Schauen wir mal, ob ich mit meinem Gefühl richtig liege. Uiuiui, hier wird es wieder etwas uneben. Und ich sehe schon, ich habe mich verfahren. Da hätten wir abbiegen müssen. Machen wir das. So kommt auch gleich immer ein Kilometer dazu. Dieses ständige Verfahren wird die Tour gleich länger. Aber in Komoot ist ein ewiges Zickzack. Wieder anhalten. Also einen Schnitt habe ich heute keinen guten. Aber ich denke, darauf kommt es auch nicht an, oder? Kommt doch auch auf das Drumherum an. Klasse. Jetzt fahren wir über den Damm rüber. Dürfen wir nicht, aber hier dürfen wir langfahren. Und werden ja wahrscheinlich auch hier irgendwo mal ein Fotoplätzchen suchen. Ja, irgendwie kann ich mich erinnern, dass ich hier vor ein paar Jahren mal war, auf der Kiesbank gesessen bin, Trangia gekocht habe und einfach gedacht, lass mal 5 Grad sein. Lang, lang ist's her. Schön, dass ich wieder mal hier bin. Hier ist die Isar noch relativ schön, auch wenn der Isar-Kanal hier schon einiges an Wasser raubt. Aber wir können ja mal hier rüber schauen. Jede Menge Treibholz angeschwemmt. Ja, sieht schon richtig wild aus. Ich fahre weiter. Ich möchte ja noch mal ein Päuschen machen. Muss ich langsam mal ein paar Kilometer schrubben, damit das mal was wird. Irgendwann muss ich auch mal wieder nach Hause. Also, bis später. Hier durch Moosburg. Folgen wir mal dem Isardeich. Da müssen wir eh da über die Brücke.
auf der anderen Seite geht's dann weiter. Hier zweigt jetzt der Werkkanal ab, fließt einige Kilometer weiter wieder zurück in die Isar. Wenn keiner kommt, fahren wir hier rüber. Und irgendwo darunter, das sehe ich gerade, haben sie neu gemacht. Früher musste man neben der Treppe hochschieben. Beziehungsweise runterrollen. Volkmannsdorfer Au erreicht. Hier queren wir jetzt wieder die Isar. Und dann geht's auf dem Isar-Radweg weiter. Momentan kein Fußgänger. Dann fahren wir hier mal rüber. Dann zeige ich euch den Zusammenfluss. Hier die Isar. Dort so ein kleiner Steg dazwischen. Kann man auch sehr schön lang fahren. Muss halt hier das Rad hochschieben. Und hier mündet die Amper in die Isar. Ganz schön laut hier. Versteht man ja sein eigenes Wort nicht. So, geschafft. Schauen wir hier nochmal gegen die Sonne, aber echt wunderschön hier. Lauschen dem Rauschen nochmal und ziehen dann los Richtung Siebenrippen. Was das ist, zeige ich euch. Hier geht es jetzt ein Stückchen an der Isar vorbei. Dann müssen wir noch mal kurz weg von der Isar. Ich glaube, das ist Naturschutzgebiet und kein Weg. Und kommen dann nachher wieder ran. Ist hier ein recht beliebter Radweg zwischen Volkmannsdorfer Au und Landshut. Ja, wer den Isar-Radweg fährt, dem würde ich wirklich empfehlen, wenn er nach Moosburg hier an der Isar in der Volkmannsdorfer Au antrifft, dass er diesen Radweg linksseitig der Isar nimmt und nicht den offiziellen, ich glaube sogar, das ist der D11, ich weiß es nicht genau, Richtung Landshut nimmt. Der führt ein ganzes Stück an der Bundesstraße vorbei. Es ist überhaupt nicht schön. Wenn es trocken ist, dann kann man durchaus hier diesen Weg nehmen. Führt schnurstracks nach Landshut. Einfach die viel bessere Alternative. Überwiegend sind die Wege so befestigt. Das sollte wirklich auch mit Gepäck fahrbar sein. Wie gesagt, einfach die viel, viel schönere Route von Moosburg nach Landshut. Wir biegen hier ab. Wollen ja wieder ans Wasser. Und hoffe ich, dass an meinem Pausenplätzchen
wo ich hin möchte, nicht so viel los ist. Nicht viel los heute. Und nun gibt's hoffentlich noch eine kleine Pause an den besagten sieben Rippen. Nichts los. Kann ich euch das zeigen? Kann ich mal filmen? Kann man aushalten, oder? Fahrrad abstellen und ein schönes Bierchen aufmachen. Bis später. Schauen wir mal ins Wasser. Es ist ja relativ viel Wasser momentan in der Isar. Sonst sind hier die Kiesbänke alle frei. Aber momentan muss man sich halt hier auf die Baumstämme setzen. Aber auch kein Thema, oder? Schönes Fleckchen hier, finde ich. Hier bin ich öfter, wenn ich auch in der Woche abends oder nachmittags mal fahre. Komme ich gerne hierher, lausche dem Rauschen ein bisschen, mache mir ein Bierchen auf. Und alles ist gut. Immer noch Isar Radweg und es zieht sich jetzt 15, 16 Kilometer bis Landshut. Wie gesagt, bei nicht zu nassem Wetter eine ganz, ganz tolle Alternative zu dem offiziellen Radweg. So, liebe Radfreunde, das war's mit der Isar. Irgendwann muss ich mal abbiegen, sonst komme ich nicht mehr nach Hause. Aber es sind immer noch 12 Kilometer. Fangen wir noch ein paar Eindrücke ein. Ja, hier war ich gestern erst, fällt mir gerade auf. Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, kleinen Umweg gefahren, bin ich auch hier rausgekommen. Jetzt kommen wir ja doch in die Stadt Landshut rein, Stadtrand, aber gleich viel, viel mehr Verkehr. Fahren jetzt durchs Gewerbegebiet nach Altdorf rein. Und von dort noch mal raus ins Feld und in den Wald. Am Wochenende zum Glück hier. Tote Hose. Kann man relativ gut mit dem Radl fahren. Ein letztes Mal jetzt die A92 queren. Diesmal unten drunter. Und dann geht's jetzt hoffentlich ohne Autoverkehr nach Hause.
4-5 Kilometer noch. Dann war es das für heute. Mich hetzte heute keiner. Fahren wir mal ganz gemütlich hier hoch. Wie gesagt, ist nicht weit, aber doch ordentlich steil zum Teil. Drüben geht es genauso steil wieder runter. Und ich fahre dann noch eine ganz kleine Schleife. Da machen wir die 80 Kilometer voll. Ja, liebe Radfreunde, jetzt waren wir an Amper und Isar. Jetzt nehme ich euch noch ein kleines Stück mit an der Pfettrach. Die mündet in Landshut in die Isar. Sieht sehr bescheiden aus, aber im Winter war auch mal so Hochwasser, dass wirklich vieles überschwemmt war. So, das war meine Kreis Landshut, Kreis Freising, Amper-Isar-Tour. Ich sage danke fürs Reinschauen, schön, dass ihr mit dabei wart. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn ich oder wenn noch besser Kathi und ich, wo auch immer, auf Tour sind. Macht's gut, ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt Holger. Ein Kilometer noch circa, dann habe ich es geschafft. Schade eigentlich.